Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Weiter geht's in der Puddingschlacht. Da hinten warten schon wieder zwei. Oder erstmal eine Sequenz. So, what do we do now? We're the sea. Ticking time bombs. Enemies of Cocoon. If we can't follow the plan, do we just lay down and die? I didn't mean we should give up. Then what battles do we fight? And against who? Tell me that! I don't know yet. You don't know yet? That's right. I don't know yet. But I do know we can't lose hope. Hope? There is no hope. Not for Lassie. There's you. It's my name. Not who I am. I was just like you. My parents died. I had to be strong for Sarah, so I thought I needed to forget my past. And I became Lightning. I thought that by changing my name, I could change who I was. I was just a kid. Lightning. It flashes bright, then fades away. It can't protect. It only destroys. Sarah tried to tell me, but I wouldn't listen. There you are. If you really are, Lassie, it's my job to deal with you. Typical. I threatened her. Come on, Slowpoke. Sorry. Got held up. Where have you been? I'm really late, huh? The only one who believed her was Snow. Don't say it! Don't say his name. It brings everything back. I keep playing it in my head. What happened to her? And then I see his stupid face and he's smiling. How can he smile when she's dead? I know! There's nothing I can do about it. I hate knowing that. No matter what happens, she's not coming back. When I was fighting, there was no time to think about it. It felt good just to give in. But now you start talking about hope. I'm sorry, I messed up. It's my fault. Sehr ergreifend. Und jetzt können wir zu den Puddings. Ja, hätte sie ihrer Schwester mal zugehört von Anfang an. Und ihr geglaubt. Aber naja, und Hope ist auch immer verwirrt, aber er will ja nur Rache üben an Snow, obwohl der nur wirklich nicht dafür kann eigentlich. Aber das weiß Hope ja nicht. So, was ist denn, wenn ich das jetzt hier aktiviere? Ach, jetzt kann ich es gar nicht mehr aktivieren. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Nein, ich fahr schon los. Ging's nicht hier auch noch? Da ging's doch auch noch hin. Oder? Aber hier ist doch nur ein Schalter gewesen. Ja, dann fährt er darüber und darüber. Ne, ich glaube, da konnten wir jetzt nicht mehr. Oder das ist die Plattform, wo wir vorhin waren. Dann speichern wir hier mal ab.
Oder besser, machen erstmal den Kristallbaum wieder ein bisschen. So. Waren wir hier schon fertig? Nein, noch nicht ganz. Brecher ist fertig. Dann machen wir jetzt hier einen Heiler. So, was kommt denn hier noch Schönes? Magie. Ja, und sonst nur... Okay. So, der Hub. Als erster Linie Heiler natürlich. Den müssen wir noch fertig machen. Dann kommt Augmentor. Ah, da kommt X-Blitz. Okay, das machen wir beim nächsten Mal. Können wir jetzt abspeichern. So. Und wieder eine Sequenz. Talk to your dad. What? Why? Fighting without hope is no way to live. It's just a way to die. I want you to find the hope you were named for. Staying alive, I can help you with. But I can't give you hope. If you go to see your father. You think meeting my dad will make anything better? He's never listened to a word I've said. He's just... He'll never believe all this Lassie stuff. Snow believed Sarah, didn't he? Yeah. In a recently convened emergency conference, the Sanctum announced that the fugitive Lassie have been located. The military plans to apprehend the Lassie and carry out a public execution. These images coming to you live from the scene in Palampolong. These are Lassie. Show no mercy. They aren't people. Their targets. Start running. What? I'll keep them busy. But... You survive. Crowd. Gonna need a plan. Hey? Since when have heroes ever needed plans? Fang. Thank you.
lightning! Whoa! Take care of him. Lightning, listen to me. Get moving. No, no, you don't understand. Sarah's all right. She'll turn back. Take care of Hope. Wait! And then there were three. They're here! Hold it! Gotta go. So how you been? Hang on! Fire! 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 One's down! Take cover! Get him! I got this one! Ah, jetzt können wir hier mit seiner Vespa ein bisschen und jetzt nehmen wir mal alles. Einer ist noch übrig. Ist nur blöd, dass wir den jetzt alleine machen müssen. Aber wir könnten jetzt eigentlich nochmal. Warum sollen wir den jetzt bekämpfen? Rufen wir sie gleich nochmal. Weil alleine ist immer blöd, da muss man sich Heilung, also Heiltränke geben und so. Sogar so, glaube ich. Wir machen aber trotzdem noch mal ein kleines Spektakel draus. Könnten wir den so bearbeiten, aber wir machen gleich mal. Ich glaube, das reicht dann. Ja, sagte ich doch, das reicht. Super, Supraleiter. Ja, und jetzt sind wir mit Snow, sind wir jetzt mit Hope unterwegs. I got taken in. Wait, what? Not by enemies. It was the cavalry, not Psycom. Leader's name is Reigns. He said he'd lend us Lysia a hand. So now, your hero is back. Ja, sein Heldentum kann er sich natürlich sonst reinstecken. Das beeindruckt keinen. The military's got all kinds. Not all of them like the Sanctum. Don't worry. I'll handle the bad guys. Come on. Die
die Rolle des Verteidigers. Ja, hier müssen wir öfters mal auf den Verteidiger gehen. Das heißt, wir werden als erstes mal das Crystarium. Guck mal, wie viele Punkte er schon hat. Und da er in erster Linie ja wirklich Verteidiger ist, sollte er auch hier erstmal weitergehen. Er hat natürlich auch Beben. Accessoireplatz. Rollenstufe erreicht. So, was war denn er jetzt? Ein Brecher war er, ja genau. Dann gehen wir hier weiter. Als Brecher. Und ihr seht schon, wie viele TP-Punkte er hier immer kriegt. Ja, er wird der sein, der die meisten... Er ist jetzt schon bei 1200. Jetzt bleibt ja nur noch der Verheerer. Ich glaube, bei ihm kriegen wir auch fast alles voll. Oh je. So, machen wir hoch noch die paar. Sind zwar nicht viel, weil er die ganze Zeit aktiv war. Eins. Moment, wir fangen mal hier an. Hier ist er voll. Hier fehlt noch was. Okay, hat nicht ganz gereicht. Dann gucken wir mal Ausrüstung. Ich glaube, jetzt könnten wir ihnen hier aber auch hier so einen Eisenreif geben. Den braucht eh keiner mehr. Was könnte er noch gebrauchen? Blitzring. Was war Metall? Deprotess. Wasser. Nochmal Wasser. Blitz. Donner war Fluch. Ja, Fluch kommt hier sowieso nicht. Ach, da können wir ihm einfach zwei Eisenreife geben. Und Hope, der ist ja so immer noch gut bedient. Okay, das war's dann schon. Speichern wir hier noch ab. Achso, wir müssen die Paradigmen nochmal kontrollieren. Stimmt. Das ist okay. Heiler ist auch okay. Verteidiger. Ja, das ist eigentlich ist das okay. Vielleicht noch zweimal Verheerer. Nur zur Sicherheit. Okay. Das wäre so okay. Okay, dann geht's hier oben weiter. Soldatin. Und da ist der eine, der Einzelne da. Den sollte man als erstes nehmen. Weil der haut richtig rein. Schön, jetzt ist er. Jetzt fliegt er auch in die Luft. Das war's mit ihm. So. Jetzt werden wir gleich mal zu Heiler wechseln. Jetzt. So, einer ist noch. Schnitt machen müssen wir auch schon wieder. Aber erstmal den Kampf hier beenden. Na, das war ja mal ein Brustpuffer.
geschafft. Ja, dann bevor wir hier ins Eis reingehen, sage ich dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Final Fantasy 13. Ciao.